denke einfach, dieses Handwerkszeug, das braucht man als erfolgreicher Landwirt zukünftig einfach. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um die Kälberhaltung. Was kann man machen, um die Kälberhaltung besser zu machen? Was ist wichtig? Wie kann man in der Praxis einen guten Weg gehen? Heute habe ich im Interview Jan Köhler. Schon zum zweiten Mal im Interview. Am besten du sagst mal selber was zu dir. Erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Christian. Also das zweite Mal im Interview. Ich bin immer noch Vorstand und Betriebsleiter in der Luchbergmilch. Unternehmen im wunderschönen Sachsen im Osterzgebirge und wir halten 500 Milchkühe plus die komplette Nachzucht an unserem Standort und haben dazu 500 Hektar Acker und 400 Hektar Grünland. Du hast einen Preis gewonnen in Sachen Tiergesundheit. Möchtest du darüber was erzählen? Das ist der Preis von MSD Tiergesundheit und wenn es den Tieren gut geht, dann läuft der Rest ja auch natürlich ganz gut, der Betrieb. Und der Preis wurde dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben, 2019. Und da ging es um den Bereich Kälbergesundheit. Im nächsten Jahr soll es den für einen anderen Bereich geben in der Kuhhaltung und eventuell wollen sie noch einen im Schweinebereich etablieren. Aber da kann ich nichts dazu sagen. Das ist ja MSD ihre Geschichte. Der Preis wurde ausgeschrieben in Deutschland und in Österreich. Und man konnte sich bewerben. Da wurde auch ganz ordentlich über die Tierärzte Werbung gemacht und unser Tierarzt kam auf uns zu und hat gesagt, hier, bewerbt euch mal. Und da habe ich natürlich gesagt, mit was, warum sollen wir uns bewerben? Und dann hat man da gesessen und hat die Bewerbung zusammengebastelt und hat gesagt, naja gut, in einigen Bereichen sind wir gar nicht so schlecht, weniger zu sagen, sehr gut und andere Bereiche, da haben wir halt noch ein bisschen Nachholbedarf. Und ja, dann waren wir halt in der ersten Runde mit drinne. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Das hat Spaß gemacht. Ja, und habt den ersten Platz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Was hat dir daran Spaß gemacht? Mir hat an dieser ganzen Teilnahme Spaß gemacht, dass man eigentlich sich intensiv nochmal mit dieser ganzen Geschichte beschäftigen musste. Sei es bei der Bewerbung schreiben oder bei Vorbereitung für irgendwelche Termine, weil eine Jury kommt oder weil wieder jemand kommt und sich den Betrieb anguckt. Und man kommt halt immer weiter in diese ganze Materie rein und stellt mal dort noch eine passende Frage oder dort noch eine passende Frage und entdeckt immer wieder Bereiche, die man so noch gar nicht bearbeitet hat oder die man schon immer verbessern wollte und kommt dort eigentlich immer einen Schritt weiter. Und das hat eigentlich Spaß gemacht an der ganzen Sache, dass man jetzt nie sich beworben hat und gesagt hat, okay, das ist der Status quo. So ist das, sondern es ging einfach darum, das war so ein Gesamtprozess, der halt gut gepasst hat. Wir wollten sowieso im Kälberbereich was machen. Wir wollten unsere Aufzucht verbessern. Wir wollten unsere Tageszunahmen verbessern. Wir wollten unsere Kälbergesundheit verbessern. Und in Verbindung mit der Bewerbung bei dem Preis hat das eigentlich sehr gut geklappt. Also da hat man relativ viel Input von allen Seiten gekriegt und ja, dass es dann zum ersten Preis geführt hat, das ist natürlich der Lohn der ganzen Arbeit. Sag ich mal, was hast du denn konkret verbessert? Also wir haben ein Team aus 3 Herdenmanagern und diese 3 Herdenmanager, die, sag ich mal, arbeiten praktisch mit und gehen mit Melken teilweise, machen die Kälberaufzucht und machen diese ganzen Herdenmanagementaufgaben. Und letztes Jahr im Herbst hat man da Probleme mit Arbeitskräften und damit habe ich natürlich gesagt, komm, da mache ich auch mit und springe mit ein und habe viel auch diese Bereiche im Herdenmanagement mit übernommen. Und da habe ich mich immer wieder hinterfragt, Mensch, das, was wir hier machen, das muss doch alles irgendwie einfacher gehen oder besser gehen. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen, dass man gesagt hat, hier könnte man noch was verbessern und hier könnte man noch was verbessern. Und dann habe ich so langsam an dem Kälberprojekt gearbeitet. Wie sah die Kälberhaltung denn vor
ein, zwei Jahren aus und wie sieht sie jetzt aus? Was ist da anders geworden? Also die Kälberhaltung vor ein, zwei Jahren oder vor einem Jahr, die war jetzt auch nicht schlecht sozusagen. Also wir haben unsere Kälber in Einzel-Iglus bzw. Einzelboxen, haben ein Dach darüber, dass sie wettergeschützt stehen und ziehen die Kälber dort in den ersten 14 Tagen auf. Wir hatten eine restriktive Tränke, also 2x4 Liter am Tag. Ja, schon Geburtsgewicht erfasst, haben das 14 Tage Gewicht erfasst, haben das Absetzgewicht von der Milch erfasst und wir haben das 6 Monate Gewicht erfasst und hatten da eigentlich nur Tageszunahmen so von den ersten 14 Lebenstagen von 550 Gramm ungefähr. Und das ist natürlich deutlich zu wenig gewesen. Dann hat man angefangen uns zu suchen und hat gesagt, okay, woran liegt das? Unser Kolostrum-Management war relativ, ja, sagen wir mal, suboptimal. Und zwar hat die Kuh gekalbt, dann wurde die Kuh gemolken und dann wurde das Kalb mit der Milch von der Mutter getränkt. Und es hat keiner gewusst, okay, stimmt die Tränketemperatur? Was ist es überhaupt für Kolostrum? Welche Qualität hat es? Und es ist teilweise vorgekommen, dass man 3 Liter tränken will und die Mutter hatte nur 2 Liter Kolostrum. Dann hat man wieder angefangen, was aufzutauen aus der Kühltruhe. Und das hat halt einfach alles viel zu lange gedauert und war nicht standardisiert genug. Und wir sind ein Lohnarbeitsbetrieb. Und da kommt natürlich noch hinzu, wie sehr ist das, wenn es in Richtung Schichtende geht oder sowas und man sagt dann, oh Gottes Willen, jetzt hat eine gekalbt, jetzt muss noch die Kuh gemolken werden, dass wir Kolostrum haben, dann muss das Kalb noch getränkt werden, dann säuft es vielleicht nicht, dann muss ich es noch tränchen, dann muss ich alles wieder aufwaschen. Ah komm, ich habe es gar nicht gesehen, es ist halt nicht 0.30 Uhr geboren, sondern 1 Uhr und was kann ich dafür, wenn es geboren ist, wenn ich nicht da bin, sozusagen. Also wir haben eine Phase von 0.30 Uhr bis 5 Uhr, wo keiner im Betrieb ist. Und da findet natürlich auch keine Erstversorgung statt von dem Kalb. Und diese ganzen Punkte, die wollte ich halt umgehen und da haben wir uns halt intensiv Gedanken gemacht, wie wir das machen können. Ich kann die ganzen Maßnahmen mal schildern, die wir da gemacht haben und versuche das so ein bisschen in Punkten aufzuteilen, oder? Ja, gerne. Wie viel Spaß macht's denn, bei Schneetreiben und 0 Grad Außentemperatur ein Kalb zu tränken mit 3 Liter Kolostrum und dann säuft es nicht. Ne? Da geht der Spaßfaktor geht gegen null. Also da hat ja gar keiner Lust, das zu machen. Das sehe ich ja vollkommen ein. Das geht mir ja genauso. Also habe ich als erstes mir 2 fahrbare Kälber-Iglus besorgt und die habe ich neben die Abkalbeboxen gestellt. Damit haben wir den Vorteil, dass wir gerade im Winter, in den Wintermonaten, die Kälber einfach drinnen tränken können. Also das heißt, die Kuh kalbt ab. Ich fahre mit dem Iglu zur Abkalbebox, lade das Kalb ein, mache eine Nabeldesinfektion, stelle das Kalb inklusive der Iglu-Box unter eine Rotlichtlampe und dann kann ich mein Kolostrum erwärmen und kann das Kolostrum an das Kalb verdrängen. No? Somit habe ich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Unter der Rotlichtlampe kann ich das Kalb trocknen. Das kann sich vom Geburtsstress erholen und ich selber bin natürlich im geschützten Stall und brauche nie draußen bei Wind und Wetter das Kalb trinken und somit macht es vielleicht mehr Spaß und ich gebe mir etwas mehr Mühe, dass ich die 3 Liter Kolostrum auch in das Kalb reinkriege. Dem ganzen Teil habe ich einen Namen gegeben und zwar ist das meine Kolostbar, also eine Kombination aus Kolostrum und Bar und unten drunter steht noch betreutes Trinken, weil es ist ja quasi betreutes Trinken. Und das war der erste Schritt, den wir gemacht haben und damit haben wir eigentlich schon sehr gute Erfahrungen gesammelt. Über Jahre haben wir uns schon immer Gedanken gemacht, Mensch, wie können wir diese Kolostrum-Schiene standardisieren? Da haben wir jemanden entdeckt, der da diese ganze Perfektarter-Geschichte, weiß ich nicht, ob das was sagt, also das ist ja so ein amerikanischer Tierarzt und der hat da ja was entwickelt, um die Kolostrumversorgung zu verbessern und da haben wir quasi das System gekauft. Also wir haben jetzt ein Warmwasserbad, das ist die sogenannte Matilda. Und in der Matilda kann ich halt Kolostrum pasteurisieren und kann Kolostrum relativ schnell erwärmen. Matilda, ist das der Markenname oder habt ihr euch das ausgedacht? Nee, Matilda heißt das Gerät, also das ist der Markenname. Okay. Und das ist quasi ein Wasserbad, was dann selbstständig entweder pasteurisiert, wenn ich aufs Pasteurisieren drücke, oder was das Kolostrum aus dem Kühlschrank erwärmt. Ja, und ja doch, kenne ich. Sowas habe ich auch genutzt.
Ja, genau, das gibt es noch von Colorquick oder sowas, ist noch sowas Ähnliches. Genau. No. Ja. Und damit haben wir es eigentlich geschafft, unser Kolostrum-Management, sage ich mal, extrem zu verbessern. Gehen wir nochmal los, die Kuh kalbt, dann nehme ich das Kalb, tue das in meine Kolostbar, gucke, ist es ein Kuhkalb oder ist es ein Bullenkalb, und je nachdem gehen wir dann in den Kühlschrank, dort liegen die abgepackten Tüten mit 3 Liter Kolostrum drin, die sind pasteurisiert, und dort steht dann drauf, okay, ist es Kolostrum für ein Kuhkalb oder ist es Kolostrum für ein Bullenkalb. Das habe ich übrigens mal in einem Podcast gehört von dieser einen Frau, die sich da intensiv mit Kälberhaltung beschäftigt hat, die Hanuda-Strategie hatte. Genau, Esther Mergenswahlen. Ja. Genau, und nach der habe ich das auch eingeteilt. Also unter 24 Pricks ist für Bullenkälber und über 24 Pricks ist für Kuhkälber. Und so liegen die Tüten im Kühlschrank und sind beschriftet. Und da kann der Mitarbeiter nachgucken, Kuhkalb, nimmt er eins mit 27 Pricks oder sowas, haut das ins Wasserbad, drückt drauf und nach 20 Minuten ungefähr kann er das Kolostrum dann verdrängen. Und das Kolostrum ist pasteurisiert und hat die richtige Tränketemperatur von 40,5 Grad oder was da gerade eingestellt ist. Genau, das wird dann ja, bevor es eingefroren wird, pasteurisiert, ne? Genau, und wir frieren das dann, also wir tun es nicht direkt einfrieren, sondern wir tun es erstmal in den Kühlschrank. Und alles, wenn die Bank dann im Kühlschrank zu groß wird, dann frieren wir den Rest ein für schlechtere Zeiten. Also wir gucken, dass wir irgendwo immer so 4, 5 Tüten im Kühlschrank haben, haben das Datum draufstehen, dass man dann nach 7 Tagen das entweder mal mit ins Mischkolostrum tun kann oder man friert es dann halt ein. Okay. Und seitdem wir das haben, funktioniert das eigentlich super. Also da kann sich kein Mitarbeiter irgendwie mehr rausreden und kann sagen, okay, also die hatte so wenig Kolostrum oder die hatte so schlechtes Kolostrum, sondern das ist halt ganz genau getaktet, und ich finde, es ist eine enorme Arbeitserleichterung, und die Mitarbeiter, die es machen, die sagen es eigentlich auch. Zur Bedeutung, das ist ja so, dass die in den ersten 4 Stunden gehen die Immunstoffe direkt durch, von der Milch ins Kalb, in dieses Immunabwehr vom Kalb. Danach schließt sich das und dann kommt immer weniger durch. Also je früher, desto besser. Man kann das richtig messen an den Blutwerten. Ne? Also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe das mal innerhalb der, ein Kalb hatte ich innerhalb der ersten 30 Minuten versorgt mit Biestmilch. Und dann 2 Kälber noch innerhalb der ersten 2 Stunden und dann noch ein Kalb erst nach 4 Stunden oder so. Auch gedrenscht. Also hat es auch wirklich bekommen. Und das war eindeutig zu sehen. Ne? Also mit den Immunstoffen im Blut dann. Genau, und darum geht es ja einfach, dass man zeitnah dem Kalb ausreichend Kolostrum anbietet in einer sehr ordentlichen Qualität sozusagen. Und ob es jetzt 3 Liter sind oder 4 Liter oder so, da kann man sich drüber streiten. Ich sag mal, die Erfahrung ist auch, wenn ich Kolostrum habe über 30 Pricks oder sowas, ja, da reichen eigentlich auch 2 Liter zu, weil ich habe ja dort die Menge an Immunglobulin schon in den 2 Litern drin. Ne? Das ist eigentlich ein riesengroßer Vorteil, also auch für uns, und das macht einfach, also das macht, mir macht es zumindest Spaß, damit zu arbeiten, auch wenn ich es relativ selten mache, aber ich denke, das ist so ein durchgetaktetes System und das funktioniert einfach super. Es hat einen kleinen Nachteil, und zwar muss man halt aufpassen, dass die Kühe dann doch nie zu spät nach der Kalbung gemolken werden. Ne? Ja. Also das ist so der kleine Nachteil, dass alle sagen, oh, wir haben ja Kolostrum da und wir kümmern uns ums Kalb und man vergisst eigentlich die Kuh. Und das ist so der kleine Nachteil dran, aber da muss man halt dranbleiben und das weiter verfolgen, dass das auch zukünftig funktioniert. Weil die Kolostrumqualität, die sinkt ja auch mit zunehmender Zeit nach der Geburt, sinkt ja auch die Kolostrumqualität des Muttertieres. Je schneller sie gemolken wird, desto höher die Qualität vom Kolostrum. Genau, und von der Seite her darf man das nicht vernachlässigen sozusagen, sondern da muss man halt dranbleiben und muss sich irgendwie was überlegen. Okay, dann hast du also einmal die Kolostbar erfunden, sag ich mal. Das kann man als erfunden bezeichnen, ja. Du hast die Kolostbar erfunden und du hast das eine Biestmilchbank dir aufgebaut und da ein System gekauft, mit dem du das machst. Das sind schon mal ja 2 Punkte. Was hast du noch gemacht? Also das sind die 2 Punkte in der Erstversorgung beim Kalb. Und dann kommen wir einen Schritt weiter sozusagen. Wir haben eine Adlibitum-Tränke eingeführt und wir füllen die Eimer frühs auf 7 Liter auf und abends dann nochmal auf 7 Liter auffüllen.
Also das heißt, so ein Kalb hat inzwischen die Möglichkeit, bis zu 14 Liter am Tag zu saufen, wo es vorher ja die Möglichkeit hatte, vielleicht 9 Liter am Tag zu saufen. Und das merkt man ganz intensiv, dass uns das nochmal einen riesengroßen Schritt nach vorne gebracht hat bei den Tageszunahmen. Wie viel Milch müsst ihr dadurch wegkippen durch das System? Also wir rechnen mit 12 Litern am Tag pro Kalb, was wir anbieten. Und saufen tun sie irgendwo im Durchschnitt 9,8 Liter. Also da haben wir uns eine Erfassung eingeführt, so mit einer ganz normalen Tabelle, die neben jedem Iglu hängt. Und dann wird abgekreuzt und hingeschrieben, okay, heute hat das Kalb so viel gesoffen und gestern hat so viel gesoffen. Und wenn man diese Zahlen nimmt, dann sind wir irgendwo bei einem durchschnittlichen Trinkmenge von 9,8 Liter, was so ein Kalb säuft. Natürlich weiß-blaue Mastanpaarung, ja, die saufen auch mal ihre 14 Liter weg, also 14, 15 Liter, das ist jetzt kein Problem für die. Und wir bieten aber 12 Liter an, also früh mischen wir 7 Liter pro Kalb an und abends mischen wir nochmal an und da mischen wir 5 Liter pro Kalb an, weil da einfach nur diese Eimer alle wieder aufgefüllt werden. Ne? Also früh werden sie gereinigt, ausgewaschen, desinfiziert und es wird mit einem sauberen Eimer wieder angefangen. Also jedes Kalb behält seinen Eimer, aber wir tun die halt draußen durchwaschen mit Desinfektionsmittel. Jedes Kalb kriegt seinen Eimer wieder und dann kriegen die 7 Liter aufgefüllt und je nachdem, wie viel sie abends gesoffen haben, kriegen sie halt wieder bis auf 7 Liter aufgefüllt. Und wenn eins ausgesoffen hat, dann kriegt es abends wieder 7 Liter rein und wenn eins bloß 3 Liter gesoffen hat, dann kriegt es halt bloß 3 Liter reingekippt. Und im Mittel haben wir herausgefunden, dass wir mit 12 Liter Tränkemenge am Tag eigentlich alle Kälber ausreichend versorgen können. Und dann akzeptiert ihr die gut 2 Liter, die weggekippt werden müsst, akzeptiert ihr einfach dafür, dass ihr dieses System fahren könnt. So, sozusagen. Genau, also das akzeptieren wir einfach. Und zwar aus dem Grund, wir sind ja ein Betrieb mit Arbeitskräften. Also wir haben insgesamt 20 Mitarbeiter in der Tierproduktion, davon 13, 14 Mitarbeiter. Und es ist so schon schwer, das dann jedem zu erklären und dann Kalb genau auszurechnen und anzusetzen. Und deswegen akzeptieren wir das Ganze einfach und sagen, komm, es muss für alle ein klar erkennbares System da sein, es muss eine klar erkennbare Linie da sein. Und deswegen muss man halt in den sauren Apfel beißen. Klar, es wäre uns auch lieber irgendwo, wenn wir die noch verwerten können, aber wichtig ist, dass das ganze System steht und dass man das nicht durch irgendwelche Ausnahmen wieder durcheinander bringt. Ne? Heute sind es vielleicht 30 Liter und morgen sind es bloß 10 Liter, die wir wegschütten und übermorgen sind es 60 Liter. Was will ich damit machen? Das kann ich in einem Familienarbeitsbetrieb machen, wo ich sage, ah, heute habe ich so viel, dann mache ich das damit und morgen mache ich das damit und das funktioniert bei uns einfach nicht. Und wir tränken 50% Milchaustauscher und 50% Vollmilch. Wo seid ihr mit den Zunahmen jetzt? Wir sind jetzt mit den Zunahmen bei 800 Gramm in den ersten 14 Lebenstagen. Und das ist halt das Schöne, ne? Da hat man, glaube ich, auch beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, durch diese permanente Erfassung von Zahlen, also Kälbergewichte erfassen, Tränkemengen erfassen, ne? Da kannst du halt einfach ganz andere Entscheidungen treffen und kannst die halt irgendwo begründen. Und das sind nicht nur Bauchentscheidungen oder Entscheidungen aus dem Bauch raus, sondern es sind halt wirklich Entscheidungen, die auf Zahlen beruhen. Ne? Diese 9,8 Liter, ja, die haben wir uns ja nicht ausgedacht, sondern die haben wir ja wirklich erfasst. Ne? Und das finde ich immer wichtig, dass wenn man so ein System, eine Systemumstellung macht, dass man mal vorher, nachher irgendwie überprüfen kann anhand von irgendwelchen belastbaren Zahlen. Und wobei das ja auch aufwendig ist, ne? Also wenn man die Zahlen erfasst, muss ja auch gemacht werden, ne? Also da habe ich es immer gern mit deinem Spruch, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht. Und ja, also wir haben da eine ganz einfache Excel-Tabelle gemacht und haben das quasi für die Mitarbeiter in der Spätschicht relativ einfach strukturiert. Die müssen nur in einmal reingucken und da hast du ja so eine Skala dran und dann steht da halt da dran 2, 3, 4, 5, 6 und dann müssen die einfach nur ein Kreuz machen bei 2, 3, 4, 5, 6 und also die gucken rein und sagen, oh, 5 Liter sind noch drinne, Kreuz bei 5 Liter. Am nächsten Morgen dann kommt halt einer von den drei Herdmanagern. Und der muss das dann ausrechnen, aber das traue ich denen natürlich zu, ja, dass die das ausgerechnet kriegen. Und dann tragen wir es halt in eine Excel-Tabelle ein und dann kommt halt so eine Späße raus wie 9,8 Liter. Am Anfang hatten wir halt 2x7 Liter angemischt und da haben wir wirklich extrem viel weggekippt. Und dann haben wir gesagt, okay, wie weit runter können wir gehen? Also wir könnten es uns wahrscheinlich auch trauen, nochmal einen Liter runter zu gehen auf 11 Liter.
Aber wenn es dann nie reicht, ja, ist vielleicht auch nicht so schön. Also wir tasten uns ran und wenn wir dann ein Jahr Erfahrung haben, also wir machen das jetzt seit einem halben Jahr, die Ad libitum Tränke, und wenn wir dann ein Jahr Erfahrung haben, dann kann man dort ja immer wieder dran arbeiten. Ja. Ja, jetzt kommt ja auch die interessante Phase, jetzt geht es erstmal in den Winter rein und da ist ja viel interessanter, was passiert jetzt damit, frieren uns die Eimer ein, ja, da sind wir mal gespannt, wie wir das alles umschiffen und wie wir das überstehen, beziehungsweise was wir da für Ideen finden, aber wir sind zurzeit eigentlich so überzeugt von der Ad libitum Tränke, dass wir da nie wieder wegfallen davon. Sehen auch einfach toll aus, die Kälber, ne? Das ist das ist also, ich habe selbst mal ein paar Ad libitum aufgezogen und habe damit mal angefangen und habe das dann aber wieder meinem Onkel überlassen, weil ich mich einfach wieder auf andere Aufgaben konzentrieren wollte. Aber er hat dann auch wieder mehr gefüttert, ne? Also als er meine guten Kälber gesehen hat, die ich aufgezogen habe mit Ad libitum, hat er dann auch gesagt, oh, ich werde auch mehr Milch füttern. Aber ganz auf Ad libitum ist er dann nicht umgestiegen. Ja. Also wir wollen, der nächste Schritt ist jetzt, wir haben uns ein neues Milchtaxi gekauft mit Pasteurisierungsfunktion und wollen eigentlich den nächsten Schritt jetzt in Richtung Vollmilchtränke gehen, weil ich denke, das bringt uns erstens nochmal einen Schritt weiter. Also die Kälber vermute ich oder hoffe ich, dass die noch besser aussehen. Der zweite und der größte Punkt ist eigentlich, es muss auch wieder in diesen Arbeitsablauf passen, es muss in die Arbeitsstruktur reinpassen. Und zurzeit war es halt so, ich habe das Milchtaxi zuerst mit heißem Wasser befüllt, dann habe ich Milchpulver angerührt auf die entsprechende Menge und dann habe ich ja Mischkolostrum Vollmilch reingekippt bis zu der definierten Menge. Ja. Und wenn ich jetzt ein Milchtaxi mit Pasteurisierungsfunktion habe, dann brauche ich ja quasi ein leeres Taxi, um die Milch zu pasteurisieren. Und wann rühre ich da mein Milchaustausche ein. Ja. Und ich kann ja die Milch schlecht aus dem Milchtaxi wieder rauslassen, irgendwo hinfüllen und dann wieder reinfüllen. Also das funktioniert nicht. Und jetzt ein zweites Milchtaxi uns zu erhalten oder sowas, wo man dann sagt, okay, hier rühre ich das Milchpulver an. Ja, an dem Punkt sind wir einfach noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir probieren einfach Vollmilchtränke und wollen das jetzt in den nächsten Wochen mal anfangen. Mal sehen, was das so für Ergebnisse bringt. Also alles, was man so liest oder sowas, sagt da ja gute Ergebnisse voraus. Und halt zur Zeit passt doch gerade rein, Milchaustauscher wird gerade immer teurer und die Milch wird aber irgendwie immer günstiger. Also es gibt immer weniger für die Milch. Ja, da fällt eben sowas natürlich auch leicht, als wenn man da bei 40 Cent Milchpreis anfängt. Was ein bisschen dagegen spricht, ist sozusagen, dass wir reden ja jetzt nur über die ersten 14 Tage, also über die ersten 14 Lebenstage des Kalbes. Und dann gehen wir ja an Kälbertränkeautomaten. Ja. Und der ist mit Pulver. Haben wir ja Milchpulver drin. Und wir hatten bis jetzt immer so ein bisschen die Theorie, okay, wenn wir vorher schon Milchpulver tränken, dann kennen die Kälber das und dann kennen die auch den Geschmack am Automaten. Also da müssen wir erstmal sehen, wenn wir von Vollmilch auf Milchaustausch am Automaten gehen, haben wir da Probleme dort wieder mit antränken. Das müssen wir erstmal rausfinden, ob wir da Sorgen haben oder wie wir das machen. Das müssen wir mal gucken, ob uns da was einfällt. Oder vielleicht ist der Umstieg auch gar nicht so schlimm. Ja, das ist auf jeden Fall eine hochproblematische, spannende Phase, ne, diese Fütterungsumstellung bei der Milch. Gibt es noch Punkte, die du verändert hast? Das ist aber allerdings schon letztes Jahr gewesen. Also wir hatten im Winter 2017, 18 hatten wir sehr viel im Kälberstall mit Erkrankungen, also Lungenerkrankungen und Fieber und sowas zu kämpfen. Und hatten da wirklich, also 40% der Kälber waren da erkrankt. Und da haben wir letztes Jahr im Herbst gesagt, komm, wir fangen einfach mal an mit einer Grippeschutzimpfung bei den Kälbern und haben die eingeführt und können dadurch unsere Erkrankungsrate um 50%, also oder über 50% auf 18% senken. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ja, baulich konnten wir jetzt nichts machen. Wir haben ordentlich eingestreut, wir haben den ausreichend Milchpulver angeboten, wir haben ausreichend Fressen angeboten, aber trotzdem hatten die immer wieder eine Erkrankung und durch diese Grippeschutzimpfung, also das hat uns echt nochmal auch so einen Schritt vorangebracht, dass die Kälber einfach auch im Kälberstall, dass es denen besser geht und die Erkrankungsrate wurde wirklich gesenkt. Also das hat eigentlich auch super funktioniert. Ja. Cool. Was macht ihr eigentlich bei der Erstversorgung? Also gibt ihr auch noch Eisen oder sowas dazu? Nee. Gar nichts bis jetzt. Also
dadurch, dass wir 50% Milchaustausche hatten oder sowas, ist eigentlich von sehr vielen die Meinung, okay, du brauchst eigentlich kein Eisen geben, weil du hast das alles entweder in dem 50% Vollmilch drin und dann zusätzlich noch im Milchaustauscher. Also da hat jetzt keiner irgendwie gesagt, uns fehlt da Eisen oder sowas. Also das, wir hatten das auch mal untersucht, wir hatten das mit dem Tierarzt mal untersucht und da kam eigentlich nie raus, dass wir irgendwie einen Eisenmangel haben oder sowas. Okay. Also da macht man nichts. Wie gesagt, das ist jetzt nicht gesetzt, ne? Wenn wir jetzt irgendwie feststellen, Mensch, wir wollen noch mal einen Schritt vorankommen oder vielleicht fehlt uns ja doch noch irgendwas, dann kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass wir über Eisengaben nachdenken, ne? Und wir müssen halt gucken, dass es den Tieren gut geht und dass da ordentliche Kühe draus werden. Ich bin ja nicht umsonst auch im Club der alten Kühe und irgendwie geht es ja beim Kalb los, so eine alte Kuh. Das stimmt. Das stimmt. Das geht ja schon los mit der Versorgung der Trockensteher. So, die dann ja in doppelter Hinsicht, ne? Also fürs Kalb und für die Kuh. Ne? Wie gefällt es dir denn da im Club? Also, wenn jetzt jemand fragt, Club der alten Kühe, was ist denn das? Wie würdest du das beschreiben? Wie ich das beschreiben würde? Also, ich finde es eine sehr interessante Plattform, um einfach gegenseitig auch mit anderen Landwirten eins zu eins und direkt Ideen, Anregungen auszutauschen, mal zu hören, wie funktioniert es in anderen Betrieben. Ne? Also ich sage immer so schön, du liest irgendeinen Bericht in der Zeitung, Top Agrar oder irgendwo, und dann musst du anfangen und musst dir halt dazu Gedanken machen. Also da stehen ja immer bloß die Ideen drin. Ne? Und dann musst du anfangen und musst dich drum kümmern um Vorteile, Nachteile, wenn dir das System gefällt. Und im Club der alten Kühe, dann hörst du halt irgendwo was und du kannst halt, sitzt halt mit ja, Praktikern zusammen und kannst sagen, ey, ich habe da mal das gehört, wie siehst du das, was haltet ihr davon, habt ihr das schon mal probiert? Und du hast einfach ein relativ schnelles Feedback von jemandem, der es schon probiert hat, ohne dir danach irgendwie noch Gedanken zu machen und noch 3 Tage googeln zu müssen, um irgendwas rauszufinden, sondern das finde ich das Interessante am Club. Und ja, es sind auch mal diese Themen. Also du versuchst da ja auch eine andere Sichtweise, die ich überwiegend voll mitgehen kann, sozusagen zu äußern. Also es geht ja nicht nur um Kuh-Themen, sondern es geht ja auch um Themen wie Zeitmanagement und Zielvorgaben, Umsätze und so. Und ich denke einfach, dieses Handwerkszeug, das braucht man als erfolgreicher Landwirt zukünftig einfach. Also es geht nicht mehr nur darum, dass ich weiß, wie die Kuh gemolken wird und wie ich die Abkalbung am besten manage, sondern diese ganzen anderen, ja, teilweise sind es ja Soft Skills vielleicht sogar, die brauche ich einfach mit als Handwerkszeug, bin ich der Meinung. Und ja, von der Seite her habe ich damals gesagt, komm, ich probiere das mal und bin jetzt nicht unzufrieden damit. Ja. Ja, es freut mich. Und ich finde auch das Feedback ganz gut, was du gibst, weil du wäre so, also du bist für mich einfach richtig wertvoll im Club, weil ich bei dir genau weiß, du gibst knallhartes Feedback, ne? Also so, ja, auch was mich voranbringt, ne? Also bringt ja nichts immer dieses nett und weichgespült und so. Man braucht ja auch mal klare Ansagen. Ich glaube, das brauchen Mitarbeiter und das brauchen auch Leute, die neue Wege gehen. Und dann, für mich ist das ja auch neu, ne? Also ich habe ja vor 3 Jahren noch gar keine eigenen Kunden gehabt, ne? So, und das ist natürlich super wertvoll, einen Kunden wie dich dabei zu haben, der dann sagt, hier, das war gut und das war doof. Also damit konnte ich ja gar nichts anfangen. Da bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Und was sollte das eigentlich? Ja. So. Und das ist genau das, was ich brauche. So werde ich ja dann auch da besser. Wir haben da ja auch schon immer wieder drüber gesprochen und ich bin da auch, ziehe da auch einen Hut vor dir und habe dir auch immer gesagt, komm, ich finde es gut, dass du einfach anfängst, ne? Und wir gucken schon, dass wir was draus bauen. Du hast ein Konzept, du weißt ungefähr, also du weißt, wo du hin willst. Und dass das natürlich, dass der Weg nie geradeaus geht, das ist ja klar. Und ich denke einfach, diese Konstellation, dass man einfach anfängt und sagt, so, man probiert es jetzt und wir arbeiten alle dran, also alle, die im Club mitmachen, arbeiten dran, indem sie da Feedback geben und sowas. Und das bringt dich weiter und wenn man ehrlich ist, bringt es uns genauso weiter. Und dieses, ich denke, wenn wir da zusammen was entwickeln oder du entwickelst das und wir profitieren davon und du profitierst von unserem Feedback, dann ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ne? Und Das finde ich eigentlich gut, dass du dann noch 3-mal drüber nachgedacht hast und dass du sagst, ah nee, vielleicht wird es doch nicht, sondern dass du einfach gesagt hast, komm, ich fange jetzt an. Und du hast ja auch viele Ideen, gehst ja mit anderen
teilweise mit einer anderen Sichtweise ran. Und das, denke ich, das brauchen wir einfach, um in Zukunft zu bestehen. Ja, danke sehr. Gut. Ja, für alle, die sich dafür interessieren und da mal mehr drüber wissen wollen, über den Club der alten Kühe, verlinke ich da auch nochmal eine Folge drüber. Und man kann auch mal reinschnuppern in den Club. Also ich biete so ein Schnupper-Webinar an. Webinar ist ja dieses monatliche Treffen, was wir haben. Und wer da Interesse hat, einfach auf kuferstand.de/schnupper-webinar gehen. Schnupper-Webinar. Aber findet ihr auch direkt auf der Webseite. So viel zum Werbeblock. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Maßnahme bei der Kälberhaltung oder die wichtigste Einstellung? Also ich denke, das Wichtigste ist ganz einfach, wenn man was macht, dass man es dann auch konsequent umsetzt oder dass man sich Mühe gibt, dass das konsequent umgesetzt wird. Ob das jetzt das Kolostrummanagement ist oder ob das eine Pärchenhaltung ist oder ob das eine, sage ich mal, eine Ad libitum-Tränke ist, das ist erstmal egal. Man muss halt das Ziel haben und dann muss man es konsequent umsetzen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, also der wichtigste Punkt. Und ja, wir wissen alle, dass eine Kolostrumversorgung extrem wichtig ist, aber genauso wichtig ist natürlich auch die 14 Tage oder die 6 Wochen danach. Und man muss einfach dranbleiben an dieser ganzen Sache. Das ist, glaube ich, der Vorteil, oder ja, den man dann hat, wenn man da dranbleibt, dass man da immer wieder Sachen entwickelt und immer wieder einen Schritt weiterkommt. Und das ist das Wichtigste, dass man konsequent die Sache verfolgt und dranbleibt. Cool. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was zu kurz gekommen ist aus deiner Sicht? Ich habe noch so ein paar Punkte, ja. Ja, dann mal los. Also da sind wir vor uns vielleicht abgekommen. Wir versuchen im Betrieb relativ viel in Achsen zu arbeiten. Also in Achsen zu arbeiten heißt ganz einfach, ich gucke, dass ich eine Tränkachse habe, dass ich eine Mistachse habe, dass ich die Kälber nur von links nach rechts sperren kann. Also ich habe meinen Kälberstall so aufgebaut, dass ich habe sechs Abteile, jedes mit einer Tränkstelle vom Tränkautomaten und ich kann quasi der Länge nach misten. Also ich miste jetzt nicht ein Abteil, sondern ich sperre halt die Kälber auf der rechten Seite, dann miste ich den linken Futtergang, dann sperre ich die Kälber auf der linken Seite und miste den rechten Liegebereich zum Beispiel. Und dieses in Achsen arbeiten, das haben wir eigentlich mehrfach wiederholt, das haben wir auch im Iglu-Bereich, also die Iglus stehen alle links und rechts von dem Weg, wo wir mit dem Milchtaxi langfahren. Und du kannst halt einfach links, rechts arbeiten und hast nie irgendwie extrem viele Wegstrecken zurückzulegen, sondern das ist halt alles relativ einfach. Und dieses Arbeiten in Achsen, denke ich, ja, das ist auch in so einem Betrieb ja nur wichtig, dass es halt wirklich einfach geht, schnell geht und dass es am besten einer alleine erledigen kann. Und das ist mir halt wichtig. Ja. Und auch im Iglu-Bereich ist auch noch so ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch gerade zu kurz gekommen ist. Also uns ist da auch Hygiene ganz, ganz wichtig. Die hat man auch schon immer. Ne? Da muss man auch ein riesen Lob an das Herdenmanagement aussprechen. Also wir hatten schon immer eine perfekte Hygiene in dem Iglu-Bereich und sind aber trotzdem noch dran, die zu verbessern oder machen uns Gedanken, wie wir die besser machen können. Also jedes Kalb hat seinen eigenen Eimer. Jedes Kalb, wenn das Iglu raus ist, wird es gemistet, wird mit dem Heißwasserkärcher gewaschen, wird desinfiziert. Und ich denke, nur über diese ganzen Punkte, also über das Zusammenspiel der ganzen Punkte, kannst du auch nur gute Kälber kriegen. Also es nützt nicht, wenn du jetzt ein perfektes Kolostrum-Management hast und eine Ad libitum-Tränke einführst und hast keine Hygiene in dem Bereich. Ne? Also eine Ad libitum-Tränke ohne Hygiene funktioniert sowieso nicht. Ne? Davon kann man ausgehen, dass das nach hinten losgeht. Aber grundsätzlich muss man halt gucken, dass man den Kalb die Umgebung so keimarm wie möglich gemacht, dass es gar nicht erst in Verlegenheit kommt, zu erkranken. Ja, da bin ich noch so ein bisschen, also ich kann es nachvollziehen, ich sehe es auch grundsätzlich genauso, nur mit dem Desinfizieren, da weiß ich noch nicht so recht. Weil ich habe auch schon mal das Argument gehört, ja, möglichst hygienisch alles, aber Desinfizieren, das ist für mich noch ein Joker, den hebe ich mir noch auf, wenn ich mal Probleme kriege. Also wenn da so ein Krankheitseinbruch kommt oder was, dass ich dann
dann noch mit der Hygiene, mit der Desinfektionskeule kommen kann. So. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dieses Desinfizieren und dieses Reinigen, das haben wir ja schon, das haben wir schon seit Jahren intensiv. Und wir hatten ja auch Zeiten, wo wir schlechte Kälber hatten, ne, wo wir eine viel höhere Durchfallrate hatten, wo die nicht so hohe Tageszunahmen hatten und so weiter und so fort. Und damals hat man halt gesagt, okay, das Erste, was hilft, ist ja die Umgebung so keimarm wie möglich zu gestalten. Ne? Und vielleicht könnte man jetzt dort auch einen Schritt zurückgehen, aber ich sage mal, das ganze System an und für sich funktioniert natürlich. Und warum sollst du da bei der Desinfektion aufhören? Ne? Es ist schon so, dass man sich sicherlich Gedanken darüber machen muss, wenn man irgendwann mal einen Einbruch hat, hat man noch irgendeine andere, wie ist es immer so schön, hat man noch irgendeinen anderen Wirkmechanismus zum Desinfizieren? Ne? Oder vertraut man halt auf den, den man jetzt die ganze Zeit schon hat? Das ist schon so, ist ja beim Pflanzenschutz nichts anderes. Irgendwo züchtest du dir ja Resistenzen ran mit dem Pflanzenschutz, wenn du nicht aufpasst. Und so ähnlich ist es natürlich mit dem Desinfizieren auch. Ne? Ja, das muss dann auch hundertprozentig gemacht werden. Also wenn man desinfiziert, dann vernünftig. Sonst gibt's hinterher die Quittung. Genau. Ja. Noch mehr Punkte? Was man hier einfach nochmal erwähnen muss, denke ich, man hat ja immer so Punkte im Kopf, okay, was könnte jetzt der Jury gut gefallen haben, ne? Bei dem Preis der Tiergesundheit. Und ich denke, was man einfach noch erwähnen muss, was auch zur Geltung kam, ist diese Zusammenarbeit mit unserem Tierarzt. Also wir haben mit unserem Tierarzt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, aber mit dem auch ein System, der kommt nie zum Behandeln und sagt, oh, heute habe ich 10-mal geimpft und habe dadurch 10-mal Geld verdient, sondern der verdient sein Geld quasi über der Beratungsschiene. Also auch das Ziel vom Tierarzt sind nicht kranke Kühe, sondern das Ziel vom Tierarzt sind halt gesunde, fitte Tiere, ne? Dass er wenig Arbeit hat und darüber verdient er quasi sein Geld. Also unser Tierarzt macht eine intensive Beratung mit uns, also oder wir arbeiten intensiv zusammen. Wenn ich eine neue Idee habe, frage ich ihn dazu, was hat er für eine Meinung? Er hat manchmal eine neue Idee und sagt, Mensch, wir können das doch so und so rum machen. Und diese Zusammenarbeit zwischen mir, dem Herdenmanagement-Team und dem Tierarzt, die ist einfach, ja, das kann man schon fast als perfekt bezeichnen. Und ich denke, das ist auch sehr viel wert, wenn man mit seinem Tierarzt so einfach einen sehr, sehr guten Umgang pflegt und sagt, komm, was können wir denn hier für ein Konzept entwickeln, dass es den Kälbern besser geht, dass es den Kühen besser geht. Und er denkt da wirklich bei uns auch in allen Bereichen mit. Also wir haben jetzt für die Vorbereitungskühe, also 3 Wochen vorm Abkalben, haben wir die Aufstellung erneuert, haben neue Liegematten reingemacht, haben neue Aufstellung reingeschraubt, haben die Tränken vergrößert, haben eine Kuhbürste reingebaut und so. Und da hat man ihn auch immer gefragt, was hat er für eine Meinung dazu, wie sieht er das? Und diese Zusammenarbeit, das kann ich jedem nur empfehlen, dass man das mit seinem Tierarzt so hinkriegt. Und die hat uns natürlich auch in den letzten Jahren, nicht bloß bei den Kälbern jetzt, sondern auch in den letzten Jahren schon ganze Schritte vorangebracht. Und das ist einfach eine super Sache. Und ich denke, dass das auch noch so ein Punkt ist, wo man sagt, okay, das hat vielleicht noch dazu geholfen, besser zu sein als der 2. oder 3. oder 4. oder 5. Und nochmal zu dem Preis der Tiergesundheit. Das wurde ja in Deutschland und Österreich ausgeschrieben und das waren 55 Teilnehmer, die sich dort drauf beworben haben. Und dann ging das immer so in Stufen. 12 Betriebe kamen in der engere Auswahl und dann kam ja diese Jury halt und hat sich das angeguckt und hat dann dort die 5 besten Betriebe ausgesucht und die wurden nach Berlin eingeladen zu der Preisverleihung und dort gab es ja dann halt für den 1., 2., 3. Preis gab es ja einen Geldbetrag und 4., 5. und so, ja, die hatten halt einen schönen Abend und sicherlich einen sehr, sehr guten Erfahrungsaustausch. Und ich möchte einfach nur nochmal sagen, dass gerade auch alle Betriebe, die dort waren, also alle 5, die dort waren, dass die eigentlich eine sehr gute Arbeit leisten. Also jeder Betrieb wurde ja dort vorgestellt von dem Juror, inklusive Vorstellungsvideo, was man, also unser sieht man bei uns auf der Webseite. Das kann man sich angucken, das ist auch mal ganz interessant, so ein kleines Image-Video zu besitzen, 2,5 Minuten über Kälberaufzucht. Und jeder Betrieb, der im Endeffekt dort war, ja, der hat wirklich super Sachen und hat das auch super umgesetzt. Und ich denke, es waren nur kleine Nuancen, die den Unterschied ausgemacht haben, ob man jetzt 1. oder 5. geworden ist. Und
ja, das denke ich, hat jeder verdient irgendwo. Und ich hätte auch nie gewusst, welchen von den 5 Betrieben ich jetzt nehmen soll. Ne? Und da gehört sicherlich ein bisschen Glück dazu, dass man Erster geworden ist. Und wir freuen uns auch sehr darüber. Aber die Leistung von einem 2., 3., 4., 5. und auch von den anderen 12, die dann in der engeren Auswahl waren, also die ist auf keinen Fall zu vernachlässigen. Und ich denke, auch untereinander kann man von den Betrieben noch was lernen. Also der eine macht halt das gut und der andere macht halt das gut. Und da will sich MSD auch in Zukunft Mühe geben, dass sie sagen, okay, wir haben diesen Preis ja auch ausgerufen, um einfach das mal hervorzukramen, was die ganzen Landwirte so machen im Bereich Kälbergesundheit. Und natürlich wollen wir das auch in Zukunft kommunizieren. Und es soll da wahrscheinlich so einen kleinen Arbeitskreis geben von den Betrieben, die daran teilgenommen haben oder die halt unter den ersten 5 waren. Und dann kann man sicherlich nochmal diesen Erfahrungsaustausch genießen und der wird ihn auch nochmal viel, viel weiterbringen, indem man einfach sagt, okay, guck mal, das könnten wir noch besser machen oder das funktioniert bei denen super oder die haben das probiert, müssen wir das jetzt unbedingt auch probieren. Alleine deshalb schon diesen ganzen Erfahrungsaustausch mitzunehmen oder sowas, hat dieser Preis einfach Spaß gemacht. Das war es wert, dort dran teilzunehmen. Und ja, wenn der jetzt wieder neu ausgeschrieben wird für das nächste Jahr oder sowas, dann kann ich jeden, der da in dem Bereich gut ist oder handelt, kann ich jedem nur empfehlen, sich dort zu bewerben, weil man einfach an Erfahrungen dazu gewinnt. Und ganz zum Schluss wollte ich noch meinem Herdenmanagement-Team und meinen Mitarbeitern danken, dass sie so intensiv mit dran gearbeitet haben, dass wir die Ideen, die ich hatte oder die wir gemeinsam hatten, dass sie die so gut umgesetzt haben. Und ich denke, dass wir das in Zukunft weiter so machen und dran arbeiten. Und dann werden wir auch gute Kühe haben, kommen da in den nächsten Jahren auch weiter. Danke. Ja, ich danke auch fürs Interview. Danke, Jan. Und wir sehen uns in dem Club, ne? Schönen Dank. Mach's gut, ne? Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.